Niederbayern, das ist mehr als nur eine Rechnung aus der Erdkunde. Sein Name erzählt von Feldern und Wäldern, kündet von fleißigen Menschen, kunstvollen Kirchen und gemütlichen Wirtshäusern. Am westlichen Rand davon liegt das Rottenburger Gäu. 30 Kilometer sind's von hier nach Landshut, 50 nach Regensburg und etwa doppelt so viel bis nach München. Kennzeichen des uralten Bauernlandes sind die vier Marktflecken. Ihre Bedeutung lesen wir an den Wappen ab. Rottenburg 1396, Pfeffenhausen 1402. Das Langweider Wappen stammt aus dem 12. Jahrhundert. Und das Rohrer Wohl aus dem 16. Wer Co, der Co, sagte der Münchner Lohnkutscher Kränkel und überholte seinen König. Jawohl, der Co sieht der Renner. Vom Zauber der Landschaft spürt er nichts. Wer sich da rennt, aber ist ein damischer Teufel. Von ruhelosem Jagen haben die Niederbayern zu allen Zeiten recht wenig gehalten. Und sie wussten warum. Wer das Land kennenlernen will, muss langsam tun. Abseits der Straßen erschließt sich dem, der noch sehen kann, die ganze Schönheit dieses Bauernlandes. Wie muntere Bächlein rinnen die Feldwege Hügel ab, münden in kühle Wälder, begleiten wogende Felder und erreichen schließlich das Tal. Hier hat der Fluss seine Heimat, hier träumen stille Weiher, in denen sich der weiß-blaue bayerische Himmel spiegelt. Tausend Jahre vor Christi Geburt, lange bevor Römer und Markomannen ins Land kamen, saßen in der Rottenburger Gegend schon Bauern. Kelten waren es, deren Spuren tief unterm Erdboden zu finden sind. Urnen, Kultgeräte und die Überreste von Feuerstellen. Vor 1200 Jahren wirkte im Tal der kleinen Laber der Erzpriester Antarbot. Im Jahre 820 ist er in Rom gestorben. Irische Mönche ließen sich etwa um 700 in Münster nieder. In Parring geschah ein gleiches. 300 Jahre später siedelten hier Augustinermönche. Der christliche Glaube wurzelt tief im bayerischen Volk. Er brachte so außergewöhnliche kulturelle Schöpfungen hervor, wie wir sie in der Schlosskapelle in Oberlauterbach finden. Das herzogliche Pfleggericht Rottenburg reichte um 1300 bis an die Vils. Heute ist der Markt Rottenburg Kreisstadt.
Der Name bezeichnete eine Burg, die am Hofberg lag. Hier führte schon vor fast 5000 Jahren ein wichtiger Handelsweg vorbei. 23.000 Einwohner zählt der Kreis Rottenburg heute. Genau ein Zehntel davon lebt in der Kreisstadt. Ein Drittel der Bevölkerung ist in der Landwirtschaft tätig. Trotzdem, die neue Zeit ist nicht spurlos vorübergegangen. Von den 23.000 Einwohnern des Landkreises besitzen 5.600 ein Kraftfahrzeug. Doch das sind Dinge dieser Welt. Sie kommen und gehen. Unvergänglich aber sind die Werke der Kunst, wie die hervorragenden, ausdrucksvollen Schöpfungen der Apostelfiguren im Langhaus der Rottenburger Kirche. Der Meister, der sie schuf, ist unbekannt. Fort leben auch die sozialen Taten. Hans Ebram von Wildenberg und dessen Frau gründeten 1493 das Spital Pattendorf für 12 arme Menschen. Heute beträgt die Zahl der Pfründer über 100. Zwischen der großen und der kleinen Laber liegt der Wallfahrtsort Heiligenbrunn. Die große Laber ist wohl die Hauptverkehrsader des Landkreises. Gemächlich und genüsslich schlängelt sich der Fluss dahin. An seinen Ufern reiht sich Mühle an Mühle. Der Moorgrund des Talbodens wirft keine Frucht ab. So kommt es, dass sich Siedlungen nicht im Tal, sondern auf der Höhe finden. Hier liegt auch Langweid, mit dem großzügigen Marktplatz, den hochgiebelige Bürgerhäuser säumen. Der Markt verdankt seine Entstehung der Ochsenstraße, die hier über die Laber führte. Bauen ließ sie der römische Kaiser Augustus. Mit Ochsen hat ihr Name freilich nichts zu tun. Seit alters her kommen jeden Donnerstag die Bauern nach Langweid zum Saumarkt. Von Kirchberg heißt es in einer alten Beschreibung: Dieses ist ein uralt erbauter Schloss, auf einem sehr hohen, mit mühsamer Arbeit erhobenen Berg gelegen. Nicht ganz so alt ist das Schloss Herrn Giersdorf, das die Guggemoos nach dem Dreißigjährigen Krieg erbauten. Das mittelalterliche Schloss Hohentann ist abgebrannt. Erst vor etwa 100 Jahren wurde die heutige Anlage geschaffen, zusammen mit einer stattlichen Brauerei. Wohl ein Wasserschloss dürfte Oberlauterbach gewesen sein. Von hier aus
führte ein Rennweg hinüber nach Wildenberg, vorbei an einer großen keltischen Viereckschanze. Heute ist das Schloss ein idyllisches Ruheplätzchen für alte Leute, die hier einen beschaulichen Lebensabend verbringen. Die Gegenwart spricht jedoch in der Kriegerkapelle Pürkwang zu uns. Mögen die Gedenkstätten für die Opfer des Krieges die letzten in der Geschichte unserer Heimat und der Menschheit sein. Bemerkenswert ist die Lebensgeschichte des Ritters Max von Müller, zu dessen Gedächtnis alljährlich sportliche Faustballwettkämpfe ausgetragen werden. Als Schlossergeselle brachte es der Ritter im Ersten Weltkrieg wegen seiner Erfolge als Flieger zum persönlichen Adel. Freilich büßte er seinen Wagemut mit dem jähen Soldatentod. Die Wallfahrtskirche von Laberberg, erbaut vom Propst von Rohr, entstand, als die Türken Europa bedrohten. Deshalb blickt zu Füßen der Gottesmutter ein gräulicher Türke heraus. Hier erleben wir die Einweihung des Denkmals für die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges. Der stellvertretende Landrat des Kreises, Pausinger, hält die Ansprache. Dass alte Gebäude heutzutage nutzlos seien, ist nicht wahr. Ein Beispiel dafür mag das Rottenburger Kreiskrankenhaus in Niederhatzkofen darstellen. Vor 150 Jahren gehörte der stattliche Bau dem Freiherrn von Kreitmeier, dem Verfasser des bayerischen Landrechts. 1948 erwarb der Landkreis das Gebäude und schuf daraus ein neuzeitliches Haus, in dem, was sicher nicht alltäglich ist, Kranke unter Rokoko-Stuckdecken gesund gepflegt werden. Eine ähnlich glückliche Verbindung von Tradition und Gegenwart spüren wir in Oberronning. Seit gut 100 Jahren wirken dort Schulschwestern des Salesianerordens. Seit nicht ganz 30 Jahren betreuen sie eine weit bekannte und gerühmte Mädchenmittelschule und eine Frauenfachschule. Einer Nonne, nämlich der heiligen Ottilie, ist die Wallfahrtskirche in Hellring geweiht.
Überhaupt ist der Kreis Rottenburg reich an wahren Paradestücken des bayerischen Bauernbarocks. Keine andere Stilrichtung wurde in Bayern so bereitwillig aufgenommen wie das Barock. Es klingt sonderbar. Ihre Wurzel hatte die sinnen- und schaufreudige Barockkultur in Italien, aber sie traf so recht bayerisches Wesen. Blick für den Raum, Freude an Farbe und Spiel, Sinn für lebensvolle Anschaulichkeit und eine innige Frömmigkeit. Schier zahllos sind die Namen der Baumeister, die im weiten Bayerland das mit der Erbauung der Theatinerkirche in München 1663 gegebene Stichwort aufgriffen und es überall im Lande zum Widerhallen brachte. So entstand die Hellringer Kirche mit dem prächtigen Hochaltar, wurde St. Anna und erfuhr die Kirche in Parring ihre Ausgestaltung. Dabei war das Barock keineswegs nur im Kirchenbau bestimmend. Barock, das heißt Baukunst, Malerei, Literatur, bedeutet Musik und bayerische Komödie. Zu dieser Zeit gewannen die großen Wallfahrten Form und Inhalt. Zu dieser Zeit entstanden die kunstvoll ausgewogenen Bauernhöfe, vor denen wir heute bewundernd stehen. Kirchen und Bauernhöfe, wie der Huberhof in Altenberg, zeigen uns die Spannweite des bayerischen Barocks, der wohl künstlerisch fruchtbarsten in der langen Geschichte unseres Landes. Seinerzeit war fast die gesamte Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig. Heute schafft nur mehr der dritte Teil der Bevölkerung des Kreises von 23.000 Seelen auf dem Bauernhof. Trotz allen Eifers des Skapperstorchs nimmt die Bevölkerung nicht zu, sondern sie geht zurück. Viele Rottenburger suchen auswärts in den Städten und in der Industrie ihr täglich Brot. Vom überkommenen Sensenschnitter bis zum modernen Mähdrescher ist es ein weiter Weg. Die menschliche Arbeitskraft muss heute durch Maschinen ersetzt werden. Die Festtage, wohlverdient nach sauren Wochen, werden gefeiert wie eh und je. Hier spricht der Regierungspräsident Hopfner zu seinen Bauern. Thank you.
Unsere Zeit bringt neue Lebensformen mit sich. Das ist an sich nichts Übles. Vor allem dann nicht, wenn sich Moderne und Brauchtum glücklich verbinden. Wer wollte es leugnen? Bei den großen Volksfesten unserer Heimat, da lebt noch der freischwingende Atem barocker Lebensfreude. Wer einmal einen solchen bayerischen Festtag miterlebt hat, vergisst ihn seiner Lebtag nimmer. Glockengeläute und Gottesdienst am Vormittag, farbenprächtige Bilder zum mittäglichen Festzug und überschäumende Lebensfreude am Nachmittag. Das ist bayerische Art. Das ist nun freilich nicht so, dass unsere Leute nur in der Vergangenheit lebten. Im Gegenteil, bei uns wächst ein junges, bemerkenswert tüchtiges Bauerngeschlecht heran, das sehr wohl in der Lage ist, sich im Zeitalter der Technik zu behaupten. Ist beispielsweise der Hertinger Hof in Wolfertau ein Anwesen, das alle Mittel der Mechanisierung einsetzt und doch unübersehbar ein echter bayerischer Bauernhof bleibt. Diese praktische und formschöne Kücheneinrichtung ist in einem Hof in Harpfendorf zu finden. Ein weiteres, beachtliches Merkzeichen landwirtschaftlichen Fortschritts ist die neue Molkerei in Pfeffenhausen. Es sieht zwar so aus, als ginge alles ganz von alleine. Doch was nützt die besteingerichtete Molkerei, wenn die Qualität der Milch gering ist? Die Maschine allein tut es nicht. Entscheidend ist doch der Bauer, dem der Ingenieur hilfreich zur Seite steht.
Wo sind sie hin? Die von Generationen Bubenhosen blank gewetzten, zerschnitzelten und tintenbemalten Viererbänke. In hellen Schulräumen bilden heute tüchtige Lehrer eine Bauernjugend heran, die mit der Zukunft fertig werden wird. Industrie hat der Kreis Rothenburg kaum aufzuweisen. Dafür liegt er wohl geografisch nicht günstig genug. Trotzdem, Sägewerk, Zimmerei und Ziegelei ernähren wie eh und je ihren Mann. Eine nicht unbedeutende Rolle spielt im westlichen Teil des Landkreises der Hopfenbau. Er gehört zum weltbekannten Hopfengebiet der Hallertau. Das Lied der Hopfenzupfer, doch der Hof ist ein Tropf, sagen die Hallertauer und versuchen, ihm heute mit Maschinen beizukommen. Singen die Hopfenpflückmaschinen heute in einem anderen, härteren Rhythmus wie die Zupferleut, der Hallertauer Hopfen hält, was er verspricht. Und gesiegelter Hopfen hat nicht an Wert eingebüßt.
Hopfen und Malz, Gott erhalt's, sagen die Bierbrauer. Doch was ein rechter Bayer ist, der tut desgleichen. Denn ein schöner Durst ist auch eine rechte Gottesgabe. Wem aber flau im Magen wird und wer gern schärfere Sachen mag, dem hilft Rola weiter. Wer Sorgen hat, hat auch Likör, so reimte Busch. In Rottenburg ist man drauf und dran, Sorgen sozusagen waggonweise zu brechen. In der Hochburg der niederbayerischen Trachtler, in Pfeffenhausen, lacht der weißblaue Himmel. Treu der Sitte und dem Brauchtum der Väter, heißt das Losungswort des Halletauer Volkstrachtenvereins. Bei dem großen niederbayerischen Gautrachtenfest erhielt die Fahne des noch jungen Vereins die kirchliche Weihe. Musik, Volkstanz und Gesang gehören dazu. Und so steigt bei Blasmusik, Juhschrei und wohlgefüllten Krügen die Stimmung bald zu herzhafter Fröhlichkeit. Ja, was wird der Opa heuer machen? Der kann es heuer nicht. Ja, aber das Gruppen und das Gruppen. Das kostet er nicht mehr. Ja, 200 Sonnen kostet es nicht. Ja, 200. Das gehört beides zusammen. Der niederbayerische Menschenschlag und eine unvergleichlich taufrische Landschaft, unberührt, angefüllt mit dem herben Duft junger Erde, überstrahlt von goldener Sonne, Hügel auf und Hügel ab und rundherum Heimatland, das Herz Bayerns. Wer wollte da nicht in aller Demut dem Herrgott danken, dass er unser Heimatland so paradiesisch hineingebaut hat in seine Welt? Danken wie der Bub Bernhard Lehner von Herrn Giersdorf, der im Rufe der Heiligkeit starb und heute in der weiten Welt verehrt wird.
spiegelt sich nicht die ganze Größe der gottgeschaffenen Natur im Wunderwerk der Blüte, Ausdruck edler Harmonie und zweckbestimmter Anlage zugleich, Abbild göttlicher Schönheit. Die verhaltene, sich nicht ohne weiteres preisgebende Schönheit unseres Landes und die tiefe Gläubigkeit der Bauern brachten solche Wunderwerke hervor, wie die Abteikirche in Rohr, die grandiose Schöpfung des Kosmas Damian Asam. Man weiß nicht, was man an der Figur der himmelwärts frei in den Raum aufstrebenden Maria mehr bewundern soll. Die raffinierte technische Lösung oder die barocke Kühnheit und die Gläubigkeit, die es wagt, die Gottesmutter so ganz diesseitig, aber auch so überirdisch vergeistigt darzustellen. Hier erreichte das bayerische Barock seine höchste Vollendung. Ja, sie ist wahrhaftig schön, unsere Heimat. Freilich, Schönheit birgt die Welt auch anderswo. Im Gedächtnis bleiben eigentlich nur Bilder. Die Vorstellungskraft kann sie in ruhigen Augenblicken leuchtend und farbig machen. Welche Bilder wären nun schöner als die unserer Heimat?